Vielen Dank, Frau Hasler, um Ihre Frage schon vorwegzunehmen. Ich benehme mich ökologisch ganz schlecht. Ich bin gerade aus Nairobi hergeflogen, aber ein kleiner Vorteil davon ist, dass ich gestern mit Matthias Wackernagel reden konnte, der den Kongress herzlich grüßt. Er wäre natürlich auch gerne gekommen, aber jetzt ist es sehr schön, dass Herr Hoffmann stattdessen diesen Bericht macht. Ich freue mich sehr, dass Coop sich mit dieser Fußabdrucksfrage so identifiziert. Und das ist eigentlich eine wunderbare Stilisierung des Problems. Daniel Wiener hat mir bei der Vorbereitung so en parlant gesagt, du warst doch mal Biologieprofessor, also red mal etwas über Biologie und Natur. Und das werde ich also auch tun. Ich will aber mit dem nächsten Bild zeigen, kann ich das von hier aus steuern? Ja, mal sehen. Ja. Wie das gegenwärtige Paradigma ist, nämlich man denkt, mehr Energie heißt mehr Wohlstand. Und mit diesem Paradigma wird unglaublich viel kaputt gemacht. Und dieses Paradigma müssen wir zerstören, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und dafür lohnt es sich, ein bisschen in die Natur hineinzugucken. Über Energie und Natur zu sprechen, bietet nämlich eine Chance, der ideologischen Fixierung von diesem Paradigma zu begegnen. In der Natur wird der Energiedurchsatz nicht maximiert. Man kann feststellen, in der Evolution der Organismen von der heißen Ursuppe, wo ein gigantischer Energiedurchsatz war, über primitive, höhere Mehrzähler und dann Spezialisten in ökologischen Nischen, die immer weniger Energiedurchsatz ist, bei gleichzeitiger Höherentwicklung. Das ist auch eine Frage der Höhe in der sogenannten Nahrungspyramide, die primitiven, erstmal Mikroorganismen und dann Pflanzen, brauchen noch einen großen Energiedurchsatz. Dann wird es also immer weniger. Allerdings muss man zugeben, dass die Höheren in gewissem Sinne auf dem Energieüberfluss der Niedrigen parasitieren. Es gibt aber mit Sicherheit in der Evolution einen ständigen Wettbewerb um die höchste Energieeffizienz. Es ist nicht ganz leicht, die in der Literatur wirklich gute Belege dafür zu finden, weil es einfach die Biologen nie interessiert hat, wirklich. Die haben sich mehr um Formen von Schmetterlingsflügeln und so weiter gekümmert, als um den Energiedurchsatz. Aber es gibt ein paar. Alfred Lotka, einer der großen mathematischen Biologen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der dann nach Amerika ausgewandert ist, schreibt, the first effect of natural selection operating upon competing species will be to give relative preponderance in number or mass to those most efficient in guiding available energy in the manner indicated, ein Absatz vorher, nämlich channels favorable to the preservation of the species. Also, das ist die erste Literaturquelle, die ich gefunden habe, das ist von 1920 ungefähr, über die Bedeutung der Energieeffizienz in der Evolution. Und dann zitiert er noch einen anderen Autor, John Stern, dass die natürliche Selektion das Ausmisten, das Ausrotten von überflüssigen und verschwenderischen Aktivitäten bewerkstelligen muss und zu einer Verminderung der Energiedissipation, der Zerstreuung bewirken muss. Das sind sozusagen 20er Jahre Evolutionsüberlegung. Sehr viel systematischer hat sich mit der Frage beschäftigt der Österreicher Erich Jantsch, einer der Gründer des Club of Rome, der in seinem wunderschönen Buch Die Selbstorganisation des Universums
über Evolution in einem erweiterten Sinne spricht, vom Weltall, also Universum, bis hin dann zur menschlichen Kultur. Und immer wieder sieht er sogenannte Symmetriebrüche, das heißt also, dass etwas, was früher homogen und symmetrisch war, dann auf einmal eine Änderung erfährt und aus der Änderung entstehen dann neue Formen und Gestalten. Und das ist die Höherevolution. Und in dem Zusammenhang hat er festgestellt, dass Organismen, die mit geringstem Energieaufwand ihre Zukunft beeinflussen können, das sind diejenigen, die weiter evoluieren. Und dann hat er zurückgeguckt in die Arbeiten von Ilya Prigozhin, die dissipativen Strukturen in der Chemie und primitive Organismen und festgestellt, dass dort noch eine maximale Entropieproduktion ein Stabilitätskriterium ist. Aber später, indem dann eine Höherevolution eintritt, stellt er fest, dass eine minimale Entropieproduktion pro Masseneinheit zum dominierenden Stabilitätskriterium wird. Dann haben neue Autoren jetzt vor wenigen Jahren eine Computersimulation der Evolution angestellt und sind zu einer systematischen Höherentwicklung von Formen, Geistformen sozusagen, gekommen, wenn sie diesen Computerspezies Energieeffizienz antrainiert haben. Sie werden mit hohen Reproduktionsraten belohnt, wenn sie energieeffizient einsetzen. Und das führt dann dazu, dass höhere komplexe Fähigkeiten entwickelt werden. Das ist also gewissermaßen eine Computersimulation zum Beweis dessen, was vorher Erich Jansch eher vermutungsweise dargestellt hat. Auch ökologisch ist ein überhöhter Energiedurchfluss schädlich. Ein schlagendes Beispiel ist die Artenarmut von überdüngten Wiesen. Da wächst im Grunde genau eine Spezies. Und wenn es ein bisschen diverser ist, vielleicht etwas weniger Energie, dann kommen auch noch Löwenzähne dazu. Aber es ist im Grunde eine trostlose Monokultur. Und das vergleicht sich mit der sogenannten Magerwiese, die mindestens 6-mal, manche sagen 10-mal so viel Artenvielfalt haben, weil sie nicht zugeschüttet werden mit Energie und Dünger. Das macht die Überlebensmöglichkeit für sogenannte Nahrungsspezialisten. Das ist der Grund, weswegen ich da vorhin Spezialisten angefügt habe. Also, damit bin ich jetzt bei meiner zentralen Behauptung. Ein geringer spezifischer Energiedurchsatz beziehungsweise eine hohe Energieeffizienz, das sind die Zeichen von hoher Entwicklung. In der Natur scheint es mir hinreichend belegt zu sein, in der menschlichen Gesellschaft, das haben wir vorhin gesehen, ist das noch nicht durchgedrungen. Erst seit den Ölkrisen in den 70er Jahren hat die Energieintensität immerhin